hat sich die Mannschaft schon entschieden? Was ist das morgen, das Geisterspiel? Ein Vorteil oder ein Nachteil? Ja, ich denke, es wird ein Vorteil sein. Klar, wir hätten gerne vor dem frenetischen Publikum gespielt. Es ist schade, dass wir vor einem leeren Stadion spielen müssen. Aber ich glaube, für uns ist es nicht etwas ungewohnt. Ich glaube, wir haben ja viele, die im Amateurbereich spielen, die jetzt vor 200-300 Knöpfe spielen. Von ihm her ist es sehr nichts Neues und ja, wir freuen uns auf das Spiel. Ehrlich gesagt haben wir es noch gerne gross angesprochen in der Mannschaft, weil eben, wir haben schon gesehen, wir haben schon so viel Mal vor ganz wenig Zuschauer gespielt und ja, für uns wird es nicht ein grosser Unterschied zu den Heimspielen sein, wo wir zum Teil auch vor 600-700 Leuten spielen. Und aber für Montenegriner ist es sicher nicht optimal? Ja, es kann man auch wieder von beiden Seiten anschauen. Wenn wir jetzt denken, wenn es jetzt lang 0-0 stehen wird, morgen oder so, und dann hätten vielleicht die Fans langsam unruhig werden und jetzt spürt die Mannschaft auch. Und so ist man vielleicht doch noch ein bisschen ruhiger und dann könnten sie vielleicht noch ruhiger spielen. Ich glaube eben darum, man kann es nicht wirklich sagen, für wer es jetzt ein Vor- oder Nachteil ist oder überhaupt. Was erwartet euch morgen für einen Gegner, der etwas zu gut machen hat, denke ich, oder? Ja, ich meine, sie würden die Tabelle studiert haben und sagen, dass sie punktgleich mit uns sind. Es ist sehr nicht zufriedenstellend für sie. Sie würden auch probieren, die drei Punkte einzufahren. Wir wissen, was auf uns zukommt. Es wird ein extrem schwieriges Spiel für uns, aber wir probieren uns so teuer wie möglich zu verkaufen. Ja, sehr ein Gegner, der brutal aggressiv spielen wird, der offensiv brutale Qualitäten hat und ja, wo natürlich jetzt noch das Hinspiel in den Köpfen haben, weil wir dort einen Punkt geholt haben und sie sind eigentlich schon hoch überlegen, muss man schon ehrlich sein, und sie würden sehr auf Rache aus sein. Ist die spezielle Tabellensituation, die Konstellation, was möglich wäre in den nächsten zwei Spielen, ist das irgendwo Thema? Ja, man macht schon einmal Spätzle, was wäre, wenn, aber ja, eben. Wir haben jetzt das letzte Spiel echt gut gespielt meistens, haben aber auch zum Teil relativ viel Glück gehabt. Und ja, wir schauen dann, was am Schluss rauskommt. Ja, wenn man sich jetzt gross sich Gedanken macht, was wäre, wenn, dann kommt das, glaube ich, nicht gut. Ja, wir wissen, wenn wir morgen eine Branche geschaffen haben, bist du natürlich dick dabei, aber wir wissen noch genau, dass es extrem schwierig wird. Es ist sehr bis jetzt eine erfolgreiche Quali. Ich glaube, wenn man Gruppen anschaut, hätten uns nicht viele einen Punkt zutraut. Jetzt haben wir schon 5. Von dem her sind wir sehr im Soll. Und wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere Punkt noch dazukommt.